Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von mir bei Styling Kitchen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir bereiten heute einen einfachen, schnellen Couscous-Salat für die Arbeit zu. Ich mag das total gerne. In der Regel gibt es bei mir immer ein Butterbrot mit irgendwie Käse und Tomaten bei. Und ab und an mache ich mir auch gerne mal was anderes für die Mittagspause. Und heute gibt es den Salat. Der ist ganz schnell zubereitet und ich zeige euch heute, wie es geht. Couscous habe ich das Wasser jetzt schon aufgesetzt. Der wird einfach nach Packungsanweisung zubereitet und der muss einfach in dem heißen Wasser ganz oft quellen. Also guckt da einfach auf die Packungsanweisung von eurem Couscous und bereitet es einfach danach zu. Ich habe jetzt eine Paprika und eine kleine Gemüsegurke genommen mit einer Frühlingszwiebel. Die Frühlingszwiebel schneide ich normal immer nur in Ringe. Die Ringe waren jetzt aber relativ groß, deshalb habe ich die Frühlingszwiebel einfach ein bisschen gehackt. Und das Ganze habe ich jetzt in eine Schüssel gegeben und da kommt gleich unser Couscous hinzu. Anstelle der Paprika nehme ich übrigens auch total gerne Tomaten. Der eine oder andere hat die vielleicht hier schon erspäht. Also ich habe immer gerne frische Tomaten zu Hause und freue mich auch schon immer, wenn es die frischen Tomaten aus dem eigenen Garten gibt. Der Couscous kommt jetzt in das kochende Wasser und ich nehme ihn direkt auch von der Herdplatte. Der Couscous, den ich gekauft habe, der muss danach nur noch ziehen. Da müsst ihr einmal bei euch auf die Packungsanweisung gucken, wie vorhin schon kurz gesagt. Den Couscous habe ich jetzt unter das vorbereitete Gemüse gemacht und es ist ein bisschen viel Couscous geworden. Die richtige Menge schreibe ich euch aber wie immer unten in die Beschreibung rein. Und ich werde das Ganze jetzt noch etwas würzen. Dafür nehme ich eine Zitrone. Halbiere die und nehme den Saft einer Zitrone, den ich zu dem Couscous gebe, also einer halben Zitrone. Und zusätzlich kommt noch Salz und Pfeffer hinzu und etwas Sojasauce. Ich
gebe euch gleich die einzelnen Mengen unten auf jeden Fall wieder in die Beschreibung. Aber gerade was die Sojasauce betrifft, Salz, Pfeffer, auch die frische Petersilie, schmeckt da einfach so ein bisschen ab. Guckt, was euch am besten schmeckt. Der eine mag lieber ein bisschen mehr Sojasauce, der andere weniger. Von daher seid da wirklich frei, schmeckt da selber nach eurem Geschmack so ein bisschen ab. Damit ist der schnelle Couscous-Salat auch schon fertig und ich habe den immer in so einer kleinen Schüssel, da bereite ich den direkt drin zu. Da braucht jetzt noch der Deckel drauf und dann kühlt es ein bisschen noch ab. Dann kommt es nachher in den Kühlschrank und morgen kann ich es wunderbar mit zur Arbeit für die Mittagspause nehmen. Das sind 2 Portionen in etwa, das heißt, man kann auch noch entweder was im Kühlschrank behalten oder abends schon essen oder auch vielleicht für den Partner oder die Kinder zubereiten. Das geht alles hiermit wunderbar. Ich hoffe, das Video hat dir natürlich wieder gefallen. Falls du mich noch nicht abonniert hast, freue ich mich auf dein Abo und aktiviere doch am besten auch direkt gleich die Glocke, dann verpasst du das nächste Video auch nicht. Hier gibt es in der Regel immer jede Woche einmal ein Video am Freitag und demnächst, ich habe das in meinem vorherigen Video schon einmal angekündigt, gibt es auch ein großes Gartenprojekt 2022. Ich werde einen Gemüsegarten starten und hier gibt es zusätzlich zu den Rezeptvideos auch noch Garten-Content und ich nehme euch da mit in das erste Gemüsejahr. Gemüsejahr? In das erste Gemüsejahr, genau. Ich wünsche euch jetzt bis dahin eine gute Zeit und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut, tschüss!